Hallo, in dem Video heute möchte ich euch zeigen, wie man eine Tapete richtig einkleistert. Ich habe hier die klassische Rauchfasertapete, daran möchte ich euch das zeigen. Meinen Kleister habe ich schon frisch angerührt. Ich zeige euch den einmal kurz mit der Kamera. Hier könnt ihr ihn sehen. Und es gibt zwei Arten, die mir bekannt sind, eine Tapete richtig einzukleistern. Das ist halt einmal mit einem Quast per Hand die Tapete einzukleistern, und die zweite Möglichkeit ist, das auch mit so einer sogenannten Kleistermaschine zu machen. So eine Maschine habe ich aber nicht. Ich denke, die meisten von euch werden so eine Maschine auch nicht haben. Aus dem Grund zeige ich euch, wie das mit der klassischen Variante mit so einem Quast funktioniert. Wir tauchen den Quast dazu in den Kleister einmal ein, sodass richtig schön viel Kleister drauf ist. Gerade bei der Rauchfasertapete können wir mit dem Kleister recht großzügig umgehen und streichen nun die Tapete damit gleichmäßig ein. Wichtig ist auch, dass ihr bei den Rändern darauf achtet, dass die genug Kleister abbekommen, weil gerade da löst sich die Tapete immer recht schnell. Und auch als erstes, von daher achtet besonders darauf, dass sie die Ränder schön mitnimmt. Ja, wie gesagt, mit dem Kleister nicht geizig sein, ruhig etwas mehr nehmen. Das kann die Rauchfasertapete gut ab. Und immer schön gleichmäßig das Ganze einstreichen. Ich habe jetzt hier eine Bahn von knapp 3 Metern Länge. Ich zeige euch das mal. Die werde ich jetzt komplett nach dem Schema einkleistern und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Ich habe die Bahn jetzt komplett eingekleistert, wie ihr sehen könnt. Ich zeige euch das mal hier über die komplette Fläche. Wichtig ist, wie gesagt, nochmal immer schön die Ränder und auch die Kanten schön mit Kleister mitzunehmen. Seid nicht sparsam mit dem Kleister, so teuer ist er auch nicht, da kann man ruhig mehr verwenden. Auch hier darauf achten, dass er die Ecken richtig mitnimmt, weil das sind nachher alles Kanten, die sich als erstes lösen, und das sieht dann nicht so schön aus. Ja, wenn ihr das gemacht habt, dann müssen wir die Tapete zusammenfalten, und das geht wie folgt. Wir falten dann die Bahn ein Drittel zu zwei Drittel, legen sie so zusammen. Dazu nehmen wir uns einfach dieses Ende hier, ungefähr ein Drittel zu zwei Drittel, wie gesagt. Schön die Kanten übereinander legen, ein bisschen anpressen und dann noch das andere Stück nehmen. Falten dann die Tapete noch einmal in der Mitte. Das Ganze sieht jetzt so aus. Ich zeige euch das kurz. Und so lasst ihr die Tapete jetzt ca. 10 Minuten ziehen. Es macht auch immer Sinn, dass ihr immer ein bis zwei Tapeten auf Vorrat eingekleistert habt. Nicht mehr, weil ihr müsst die auch in der Zeit verarbeiten können. In ungefähr 10 bis 15 Minuten. Und der Sinn des Einweichens der Tapete ist, dass die Tapete, wenn sie nass ist, sich ausdehnt. Und das solltet ihr möglichst tun, bevor ihr sie an eine Wand oder an eine Decke angebracht habt. Weil wenn ihr das erst dort macht, gleich die Tapete frisch einkleistert und an die Wand bringt, dann wird sie sich an der Wand eventuell etwas ausdehnen. Und dann passen die Fugen zwischen den beiden Tapeten nicht mehr. Aus dem Grund die Tapete bitte erst mal 10 Minuten liegen lassen. Ja. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, gebt ihm Daumen hoch, abonniert mich, und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.